So, da wären wir wieder. Wählen wir unseren Helden. Wir haben eine Spelunkette, die schnell zurückgeschubst wird. Das mag ich schon mal nicht. Mein Paladin, der sich schnell bewegen kann und wo die Mitte des Bildschirms total verquer ist. Und wir haben noch jemanden, der mal wieder weggeschubst wird. Nö, das machen wir neu. Wir haben einen Lich King, wir haben einen Barbarian King, der nostalgisch ist. Sonst keine Vor- oder Nachteile. Das klingt schon mal sehr gut. Und wir haben einen Hokage, der sich schnell bewegt und ein Savant ist. Savant weiß ich noch nicht hundertprozentig, was es macht. Irgendwas mit den Spells, aber was? Wir bleiben beim Altbewährten. Das war jetzt nicht unbedingt eine Anspielung auf die Tatsache, dass er den Nostalgia-Trade hat. Aber ja, wir wollen jetzt einfach nur genug Geld machen, um das eine Schwert freizuschalten. Aber ich denke mal, es wird recht teuer sein. Nicht das. Nicht Schwert, was war das? Skyhelm? Mehr Mana. Imperialer Helm. Mehr Mana, mehr Gewicht. Hier nix. Hier war das mit den Dragon Limbs. Weniger Rüstungsklasse, mehr Magie. Und zwar richtig viel mehr Magie. Fast doppelt so viel. Okay. Und du? Hast du irgendwas, was wir kaufen könnten? Irgendwas. Wir wollen nur 800 Gold verballern. Kann es sein, dass die ganzen Preise teurer geworden sind? Jetzt im New Game Plus? Hätten wir es wahrscheinlich vorher kaufen sollen, ne? Das ist ja gemein. Ja, nö. Zurück zum Schloss. Können wir uns irgendwas kaufen? Ich sehe nirgendwo ein Plus daneben. Also anscheinend nicht. Das letzte Leben war echt für die Katz. Na gut, dann hier, ein Gold. Konnten wenigstens 100 behalten. So, Nostalgia Mode. Zeig uns, was du kannst. Moment mal, 19 Gold von einer Münze? Wir spielen doch den Barbaren, oder? Insane Fox, Barbarian King. Ja. Okay. Zing. So, ihr wart schlagen und anstürmen, mehr nicht. Oh. Ah, das ist cool. Oh. Und gleich ein Hühnchen, das ich nicht hätte einsammeln sollen. Ah, was soll's. So. Ganz schön viele von den Rittern hier. Hops, hops. Na komm, stirb an. Oh. So. Oh, da ist ein Doom, was, Trade, wie auch immer. Oh, hey. Also, dass sie die Richtung ändern, muss ich mich echt noch dran gewöhnen. Das ist nicht so schön. Du bist ein Feuerballspucker, aber kein starker. Also, okay. Du bist kein Doomtrade. Kein Kämpfen. Das heißt, ich darf Schaden nehmen. Oh. Das hätte auch besser laufen können. Aber ja, nicht kämpfen. Einfach nur diesen großen, schweren Stahlkugeln ausweichen. Bounty-Rune für Helm. Stimmt, die Bounty-Runen wollten uns auch noch alle holen. Wow, wow. So, du musst leider sterben. Ich brauche die Lebenspunkte. Auch wenn ich irgendwie den Verdacht habe, dass wir mehr Lebenspunkte verlieren, wenn wir sie bekämpfen, als wenn ich sie einfach so da lassen würde. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass es der Fall ist. Jo. Ja, nee, komm. Die lassen einfach da stehen. Machen wir anders weiter. Oh, 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 oh. Kanone zuerst ausschalten. Nein. So, Kanone kaputt. Du stürmst an. Ist okay. Komm hoch. Oh. Oh, Diamanten in der Kiste. Komm schon. Du willst mich doch anstürmen. Oh. Yikes.
Gut. So. Lebenspunkte sind bei 50%. Das ist nicht ganz so toll. Gold 3700 ist okay. Ist nicht die Welt. Falsche Richtung gehauen, ne? So. Karte sagt, links geht's weiter. Wusch. Oh, 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 oh. Au. Ah. Das ist ein Puzzle. Einfach stehen bleiben, okay. So, und da liegt jetzt ein Geldsack auf dem Boden, den ich aufheben darf. Sehr schön. Und 5100 fast. Boah, das ist gut. Also ich könnte ganz kurz versuchen. Boah. Nein. Das tut man nicht alles für 200 Gold. So, oben geht's noch weiter. Da könnte es Richtung Maya gehen, also dementsprechend die Statuen. Die sind ja doch recht hilfreich. Oh. Komm, schieß hier auf mich, dann kann ich einmal rumlaufen und dich töten. Schön vorhersehbar. Zing. Genau die Statue meine ich. Oh, eine neue Blaupause. Ein Imperial Cape. Können wir uns dann auch gleich holen. Zing, zing. Boss wird gekonnt ignoriert. Oh, und die Selbstanlage anscheinend nicht. So. Guardbox XL. Mhm. Kaputt. 8000 Gold. Oh, wir hätten echt mal die Spiele und Kette nehmen sollen. Obwohl er wahrscheinlich schon längst tot wäre, ne? Weil Barbarenkönig hat dezent mal zwei, dreimal so viele Lebenspunkte. Jedenfalls gefühlt. Oh. Das sind doch viel zu viele Ziele. Und kaputt. Sir Insane Fox der Zweite von einem Blazelock und nicht mal eine Reihe voll. Ich frage mich, wie lange es dauert, bis wir das hinbekommen. Dass wir wieder auf dem alten Wert quasi sind. Also wir haben Spellsword, wir haben Spellsword. Lich King, Hokage wäre okay und ein Archmage. Und der Hokage, der okay wäre, hat HP und Mana vertauscht. Und hat zwei linke Hände. Crowstorm trifft alle Gegner auf dem Bildschirm. Oh. Hm. Ja, okay, probieren wir. Geben wir dem Lich King nochmal eine Chance. Wir wollten allerdings vorher Ausrüstung freischalten. Und zwar den imperialen Helm für mehr Mana. Zing. Und die nicht unbedingt, aber das hier. Plus 30 Lebenspunkte, plus 50% Crit Damage. Hm, ja. Weil als Lich King haben wir schon nicht so viele Lebenspunkte am Anfang, da wäre es schon ganz praktisch. So. Das sieht echt ulkig aus. Hi. Sonst nichts, okay. Wie hätte gerne. Sprinten ist okay. Lebenspunktentzug ist okay. Wir wollten uns eigentlich die Goldsachen alle mal freikaufen, ne? Und dafür was aufgeben? Dashen brauchen wir auf jeden Fall für die ganzen Räume. So, 1500. Reicht das für irgendein Upgrade? Ja, reicht es. Und zwar Crit-Schaden, Mana und Magie-Schaden ab. Ich nehme Magie-Schaden ab. Dann haben wir noch 18 Gold über. Das heißt, Charon kriegt nur 15 oder so. Ja, leider. Du musst den ganzen Tag vom Schloss rumstehen im Regen und kriegst 15 Goldmünzen dafür. So, dieser Alles-Treffen-Zauber kostet 35 Mana. Schon mal eine Menge. So, jetzt schön vorsichtig. So,
heimischen irritieren, weil ich gar nicht die Abschlussvorrichtung oben sehen kann. Und die sind überall. Kaputt, kaputt, kaputt. Komm schon. Achso, die treffen nicht mal instant. Die fliegen jetzt hier rum und greifen den Gegner an. Das ist ja mau. Also, ja, nee. Halte ich jetzt nicht so viel von. Und ich gehe nicht nochmal dahin wegen den zwei Münzen. So, mach tot. Das war's. 35 Mana und die Raben sind jetzt weg. Also, nee. Den Zauber nehme ich auf keinen Fall nochmal. Wow, 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 wow. So. Ich hoffe mal, wir kriegen genug Gold zusammen, um irgendwas zu kaufen. Wow, nee, nee, nee. Nee, 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 nee. Wow. So. Ja, nee, also Lich King. Ich habe ihm jetzt eine zweite Chance gegeben, aber wie ich letztes Mal auch schon gesagt habe, den können wir erst spielen, wenn wir die erste Etage einfach so mal nebenbei clearen können. Oh. So. Wie kriege ich dich am besten? Einfach immer hochspringen, wenn du da bist. Zombona. Stipp. So, wir haben jetzt inzwischen 193 Max-HP. Problem ist nur, dass es Max-HP und nicht aktuelle HP. Oh, schmeiß dein Feuerbällchen. Schön. Aber wir kriegen... Warum ist das Ding jetzt in die Luft gegangen? Achso, wegen Ping-Pong. Also wir kriegen 4 HP pro Gegner durch den Life-Leech und 4 Max-HP durch die Fähigkeit von dem Leech. Das heißt, wenn wir bloß niemals getroffen werden, werden wir ein übermächtiger Charakter. Irgendwann mal. Was aber auch heißt, dass wir, wenn wir getroffen werden, den Verlust nur durch Hühnchen auffüllen können, quasi. Also, es ist ja nicht wirklich ein Verlust, aber ihr wisst schon, was ich meine, glaube ich. Oh. Hops. So, 1363. Das muss doch für ein Upgrade wenigstens reichen. Oh. Doom Trade. Eine neue Nemesis. Eisball schmeißender kann was. So. Oh, Tagebucheintrag. Sind die jetzt neu? Nein. Hätten sie aber auch machen können. Weil so ein Tagebucheintrag ist ja nur eine kleine Textdatei. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Komm schon, gib mir ein Hühnchen. Unser Vorfahr hat auch Hühnchen im Kronleuchter gefunden. Das wollen wir gefälligst auch. Oh, 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 ein Treffer noch. Da geht's runter zur Hölle. Das ist eine Schatztruhe. Bye, bye. Wollte nur mal ganz kurz gucken, ob da vielleicht irgendwo zufällig ein Raum ist, wo ein Schatztruhen rumsteht und keine Gegner sind. Ich weiß, beliebig unwahrscheinlich, aber hey, man muss probieren. 1400 Gold. Dürfte inzwischen 2 Treffer aushalten mit etwas Glück. Ich will nicht in so einem Schneckentempo hier durch, aber... Okay, einfach... Ja, so. Oben waren die Bosse. Hier unten sind Stacheln. Ja. Unser Lich ging noch weniger als der vorherige. Aber was soll's. Jetzt hätten wir gerne was Tolles. Spellsword? Nein. Spellsword? Nein. Lich Queen? Nein. Lich King. Ah, ein Hokage, der farbenblind ist. Das wäre doch okay. Und ein Spellsword. Nee, Hokage. Jo. So. 1423 reicht für anscheinend gar nichts. Nee, ne? Das ganze letzte Leben war umsonst. Das finde ich jetzt nicht so toll. Das Blutschwert müssten wir freischalten. Aber warte mal, 13 Schaden macht jetzt nicht mehr so viel aus. Ich glaube, das mache ich mal. Ja. Ja, Minus Lebenspunkte sind nicht schön, nein.
Also ist der beste HP-Helm. Ist die beste Rüstungsrüstung. Es gibt bessere Magie-Armteile, aber die will ich gar nicht. Ich will gar keine Magie. So, und Blutcape lassen wir mal, weil wir haben nicht genug HP. Ja, sehr schön.